Dem Augenlaser wird die Kurzsichtigkeit bis minus 8 Dioptrien korrigiert, die Weitsichtigkeit bis plus 3 und die Hornhautverkrümmung bis zu 5 Dioptrien korrigiert. Es gibt natürlich auch andere Parameter, die wichtig für die Eignung sind, wie die Dicke der Hornhaut und auch die Regularität des Gewebes. Sind diese Kriterien erfüllt, dann kann man eine Augenlaseroperation durchführen. Falls nicht, dann greift man an die Augenlaser-Alternativen. Es gibt natürlich auch immer wieder Patienten, wo wir keine einzige Behandlung anbieten können. Letztendlich geht es nur um die Sicherheit des Auges. Eine Multifokallinse ist eine Linse, mit der man auch die Alterssichtigkeit korrigieren kann. Damit wird auch nicht nur das Sehvermögen in der Ferne, aber auch in der Nähe und in der Zwischendistanz korrigiert. Es gibt bei der Multifokallinse nicht nur Vorteile, aber auch gelegentlich kleine Nachteile. Und das sind herabgesetztes Kontrastsehen, wie auch gelegentlich eine erhöhte Lichtempfindlichkeit, insbesondere am Abend. Die letzte Entwicklung im Bereich der multifokalen Linsen sind die sogenannten trifokalen Linsen. Bei diesen Linsen hat man am wenigsten von den störenden Phänomenen erreicht.